Hallo liebe Waage, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute eine Ich- und Du-Legung für dich machen. Beachte dabei immer auch die Legungen zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, so schauen wir mal. Für Waage bitte ich und du für Waage bitte. Ja. Waage. Oh, Königin der Schwerter zeigt sich schon mal. Okay, du bist angepisst. Okay. Moment. So, schauen wir mal. Waage, hier bei dir habe ich auf Kopfebene 8 der Münzen. Bei deinem Gegenüber habe ich hier 7 der Kelche. Ja. Hier habe ich auf Herzensebene Page der Schwerter. Bei deinem Gegenüber habe ich hier 6 der Kelche auf Herzensebene. Das hier ist das, was euch trennt und das hier ist das, was euch beide verbindet. Okay? Waage, ich glaube, dass du hier endgültig Abstand nimmst, weil du hier nicht wirklich verstehst, warum dein Gegenüber dich immer noch nicht versteht. Ja, mit 6 der Kelche hat hier das Gegenüber versucht, hier die Verbindung zwischen euch beiden wieder auf die Sonnenseite zu bringen, auf die romantische Seite zu bringen. Nur war das gar nicht das, was du erwartet hast. Ja, du hattest hier Erwartungen, du wolltest hier mit 8 der Münzen, wolltest du von diesem Menschen Beständiges, dass dieser Mensch dir eine Zusage macht, etwas verspricht und die Versprechungen dann einhält. Und stattdessen hast du was bekommen? Blumen bekommen. Und der Grund dafür, dass du hier mit Page der Schwerter mittlerweile dich emotional distanzierst, ist, weil du dich von diesem Menschen nicht verstanden fühlst. Ja? Weil du sagst, dass dieser Mensch hier versucht, Umwege zu finden. Ja? Anstatt hier abzuliefern, anstatt hier wirklich engagiert zu sein, versucht dieser Mensch durch Duzi-Duzi mich sanft zu stimmen und die Beziehung zwischen uns beiden so aufrecht zu erhalten. Ja? Wenn ich sage, hey, oder meinst du es ernst mit mir oder nicht, dann brauche ich nicht eine Streicheleinheit, ich brauche eine Aussage dazu. Ja, wenn ich sage, hey, jetzt wird es Zeit, dass wir oder Weihnachten gemeinsam verbringen, dann möchte ich hier nicht eine Entschuldigung mit Schokopralines haben. Das ist nicht das, was ich erwarte. Schokopralines machen das noch nicht gut. Ne? 7 der Kelche, das Gegenüber ist in Bezug auf dich total verwirrt. Ne? Versteht nicht, was dein Problem ist, versteht nicht, was er sie falsch gemacht hat hier mit 7 der Kelche. Er, sie dachte hier einfach nur, okay, Waage ist böse, ich muss jetzt schauen, dass Waage nicht mehr böse ist. Aber tatsächlich geht es dir hier darum, dass du hier endlich mal was Handfestes in die Hand bekommst. Ja, Handfestes in die Hand. 8 der Münzen, Page der Schwerter. Momentan, Waage, bist du in einem Modus, wo du sagst, weißt du was, Junge, ich habe zu tun. Ja, ich habe zu tun. Ich muss mich hier jetzt mit 8 der Münzen auf eine Sache konzentrieren. Ich muss schauen, dass das funktioniert. Ich darf das jetzt nicht vernachlässigen, sei es Umbau, sei es Arbeit, sei es sonst was. Ich muss mich jetzt auf das konzentrieren. Ich distanziere mich hier emotional von dir, weil das würde dann zu viel Zeit, zu viele Gedanken beanspruchen und die brauche ich für mein Leben momentan. Okay. Waage, nicht vergessen, du kannst dir momentan die Fortsetzung zum halben Preis holen. Ja, um 50% Rabatt, um 50% rabattiert. Der Code ist Sommer24. Alles zusammen und groß geschrieben. Du findest den Code auch auf meiner Webpage. Okay, ist ein zeitlich begrenztes Angebot. Profitiere, solange es noch geht. Momentan zum halben Preis mit Sommer 2024. Okay, was ist das, was euch trennt? Ich habe hier die Sternkarte liegen. Oh. Verschiedene Träume. Ja, verschiedene Träume. Nicht im Sinne von hätte, könnte, sollte. Wenn ich das und, oder wenn ich zum Beispiel Millionär wäre, dann würde ich das und das tun. Das ist ja sehr konzeptionell immer. Aber so die Ziele, die ihr im Leben habt. Wo sehe ich mich in 10 Jahren? Wo sieht sich dein Gegenüber in 10 Jahren? Das sind zwei komplett verschiedene Orte.
könnte da nicht gemeinsam auf einer Bank sitzen. Also du bist da ganz woanders in 10 Jahren, das Gegenüber ganz woanders in 10 Jahren, gemäß den jetzigen Wünschen. Und ich glaube, dass ihr beide nicht wirklich groß darüber geredet habt, wo ihr euch in 10 Jahren, 20 Jahren seht. Also da ist eine ziemliche Diskrepanz in Bezug auf Träume. Du hast Träume, ja. Das Gegenüber hat auch Träume. Wir haben auch hier mit 7 der Kelche eine Traumkarte, nur habt ihr auch gemeinsame Träume? Ja. Sagen wir mal, du sagst, ah, ich will, oder mein Traum ist es, irgendwann in Südamerika zu leben. Und das Gegenüber sagt, ah, mein Traum ist es, in den Tiroler Bergen zu leben. Gibt es da, oder irgendein Gespräch, wo ihr euch gesagt habt, okay, ich will das, du willst das, dann kann ja unser gemeinsamer Traum sein, dass wir uns dann 2-mal im Jahr irgendwo in Frankreich treffen und gemeinsam Paris erkunden. So, irgendein gemeinsamer Traum. Das fehlt. Ein gemeinsamer Traum, ein gemeinsames Ziel fehlt hier zwischen euch beiden, ja, worauf ihr hinarbeiten könntet. Deswegen sind auch die Perspektiven so ein bisschen verteilt hier. Okay. Das ist das, was euch verbindet. Die Herrscherin hier, die Herrscherin ist die Waagekarte. Okay. Du bist auf jeden Fall die beständige Figur hier in dieser Konstellation Waage. Waage, ich sag dir jetzt mal was. Ich nehme einen Schluck Wasser. Wenn du nicht gewesen wärst, wie du bist, hätte das hier nicht mal 2-3 Wochen gehalten hier. Ja. Gut, falls das seit 2-3 Wochen aktuell ist, dann hätte es nicht mal 2-3 Tage gehalten. Du bist hier die treibende Kraft. Du bist hier die der Beziehung etwas Fassbares gibt, ja, etwas draus gemacht hat. Das ist jetzt gerade mit 8, schau mal, du hast da was aufgebaut. Hier habe ich lauter Kelche, lauter Dinge, die in der Luft fliegen. Falls ihr zum Beispiel ja, eine Ehe führt, ihr zwei, dann ist das dir zu verdanken. Wenn es nach diesem Menschen gegangen wäre, wärt ihr immer noch irgendwo am Sitzen und was trinken und einander am Kennenlernen. Du warst stets die treibende Kraft, die vorantreibende Kraft und du hast hier sehr viel dazu beigetragen, dass hier überhaupt irgendetwas zwischen euch beiden entstanden ist, ja? Habt ihr gemeinsame Kinder? Ist dir zu verdanken. Du warst die Kraft, die dahin geführt hat. Oder komm, lass uns was kreieren zusammen. Wenn es nach diesem Menschen gegangen wäre, da wäre jetzt doch gar nichts. Nein, habt ihr ein Haus gekauft gemeinsam? Du warst die treibende Kraft. Ja, ja. Sonst würde der bei sich wohnen, du bei dir und irgendwie würde man da mal schlafen, mal da, ja. Es wäre alles sehr in der Luft sozusagen. Okay. Ich werde hier mal mit diesen Karten schauen, was hier als nächstes zwischen euch beiden passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese mit diesen Zeitkarten dir ein Datum nennen, dir sagen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du einerseits hier im Bild. Falls du es aus technischen Gründen nicht sehen solltest, findest du den Link zur Fortsetzung auch in der Infobox. Zur Infobox findest du, indem du auf den Titel von diesem Video hier tippst. Entschuldigung. Ja, bin ein Mensch, nicht AI. Keine Künstler, ist alles echt. Ciao, aua. Einfach auf den Titel von diesem Video hier tippen, dann öffnet sich die Infobox und da findest du den Link. Und ansonsten findest du es auch bei den Kommentaren. Ja, bei den Kommentaren ist im obersten Kommentar, ich habe das angepinnt dort, angeheftet, so dass es zu oberst bleibt. Da findest du auch den Link zur Fortsetzung von dieser Legung hier. Falls dir mein Stil gefällt, Waage, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.